meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Pokémon Purpur. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Pokémon Purpur. Ja, heute haben wir vor, der Giftbande ein für alle Mal das Handwerk zu legen. Ich würde sagen, rein in die Olga. Wir läuten jetzt die Klingel und werden uns mit denen auseinandersetzen. Aber mit den ersten drei Pokémon zu meinem Team. Ja, das sind genau die, die ich hier haben will. Obwohl, Afetin tausche ich gegen Lucario aus. So, mit den drei werden wir antreten. Pures Glück, das war Können. Okay. 30 Pokémon innerhalb von 10 Minuten. Los, sieh die Saal. Mach die Afetis fertig. Das schaffen wir doch locker. Oh, Nebulax. Ich dachte, das schaffen wir locker. Da kommen schon die nächsten. Ihr seht, die Seil war halt nicht gut gegen die Pflanzen-Pokémon da am Anfang. So, hier sind zwei Schluckpucks. Und ein Schluck weg sogar. Ja, reicht aus, wenn die beiden jetzt hier noch drauf gehen. Easy. 10 Minuten ist echt viel. Das war auch geschenkt. Ach, wieder so ein Autoboss. Ja, ich bin berüchtigt dafür, euch in den Hintern zu treten. Boah, ich kämpfe gegen einen Ninja. So, ich denke mal, das Auto, auf dem du stehst, wird auch kämpfen. Oh, du hast 4 Pokémon. Haha, das funktioniert nicht. Ich glaube, ich mache bei Sedisal hier die Kristallisierung. Macht, glaube ich, wirklich am meisten Sinn. Weil der ist immun gegen das Gift. Los, mach es fertig. Ja,
Oh, ein Volltreffer mit einem Tiefschlag. Ja, das ist schön für dich. Ich kann auch Volltreffer machen. Aber ich heile erstmal mein Pokémon. Daneben, daneben, haha. Und jetzt mache ich einfach Lehmschuss. So, der verreckt am Salz. Besiegt. Oh, Knattox, das ist mal nicht ein Stahl-Pokémon. Knattatox. Ah, das ist die Entwicklung von dem einen, was ich gerade eben hatte. Also in der einen Ebene. Da war ja so ein einzelnes, das so Erde an sich dran kleben hatte. Das muss die Entwicklung sein. Sedisal hat's erwischt. So, ich habe jetzt erstmal Sedisal belebt und jetzt singe ich dir ein Lied. Aua. Dieses Loderlied, das ist so toll. Vor allen Dingen, weil es mich boostet. Oh, jetzt kommt ein Slimog. Da singe ich dir auch direkt noch ein Loderlied. Vor allen Dingen finde ich es schön, dass der Angriff wie ein Feuervogel aussieht. Hm, irgendwie hat das kaum Schaden gemacht. Ich meine, Geister sind stark gegen Gift-Pokémon. Die haben zumindest hier, dass die Angriffe nicht sehr effektiv sind. Ein Geist juckt es ja auch nicht, wenn es vergiftet ist. So, jetzt kommt wahrscheinlich das Auto in den Kampf. Starmobil Level 32. Ich würde dich gerne erstmal zum Brennen bringen. Toxiturbo. Ich sagte du und brennen. Okay, du willst mich verbrennen. Dann halt noch ein Flammenwurf. Das ist witzig. Ich halte hier ungefähr genauso viel, wie er mir Schaden macht. Und kaputt. Besiegt. So sieht er also ohne Maske aus.
Mülltreffer? Ja. Was möchte er denn von Schoki die ganze Zeit? Die kämpfen gegen Mobbing. Ist eigentlich ganz gut, aber nicht deswegen selber andere mobben. So, Cassiopeia, Anruf. Ich habe die Vermutung, dass Cassiopeia der Oberboss ist. Ach, danke. Hallo. Niemals. Es will dich abschrecken, also lass es. Die sind nicht besonders stark. Ich kann ja verstehen, wofür sie das machen. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ganz ehrlich, das, was sie tun, ist eigentlich richtig. Nur die Art und Weise, wie sie es tun, nicht. Also Mobbing mit Mobbing zu vergelten, ist nicht das Richtige. Aber gegen Mobbing selbst sollte man auf jeden Fall kämpfen. Also da wird wirklich viel zu wenig getan, meiner Meinung nach.
Also ja, wenn ihr die Möglichkeit habt, irgendwie gegen Mobbing was zu tun, tut es einfach. Mobbing ist echt so eine Sache, die mal ausgerottet werden muss. So, ich würde jetzt hier zu der Stadt hier reisen, dass wir dort das Pokémon Center noch mitnehmen. Aber jetzt die Pokémon auf dem Weg ignorieren, obwohl, was bist du? Kenne ich dich? Doch, ich kenne dich. Du bist vom Schwert und Schild. Schmierhain. Manchmal übersieht man die aber auch irre einfach, die Gegner hier, ne? Will doch nur da vorne hin. Ich will mit keinem Vieh Streit hier. Ich will nur da vorne zu dem Pokémon Center. Vorne liegt eine TM. Ach, die vom Bodycheck. Ja, die kennen wir ja schon. Hallo, Quirtle. Dich fange ich nächstes Mal. Bin nur zu dem Pokémon Center da hinten. Eine neue Stadt. So, die Pokémons, die müssen mal eine Heilung kriegen. Vielleicht ist in dieser Stadt ja auch irgendwas Besonderes. Aber das können wir uns ja beim nächsten Mal angucken. Ja, Leute. Ich hoffe, ihr hattet wieder mal Spaß mit dem heutigen Part. Wenn ja, lasst ein Abo und ein Like da. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!